Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Heute berichten wir über einen Bahnhof, der vor noch nicht allzu langer Zeit eine Brandruine war, jetzt aber ein Schmuckstück darstellt. Es ist der Bahnhof Diehl-Weißenstein an der Nagoldtalbahn, die führt von Horb nach Pforzheim. Und aufgebaut haben ihn die Eisenbahnfreunde Pforzheim. Jetzt ist es auch ihr Vereinsdomizil und ein kleines, sehr sehenswertes Museum. Beginnen wollen wir aber in grauer Vorzeit in der württembergisch-badischen Bahngeschichte. Schwarzwald im Frühjahr 1874. Mensch, Friedrich, jetzt sind wir aber spät dran. Wilhelm, jetzt werden wir nicht kiebisch. Die neue Eisenbahn wird schon auf uns warten. Warte, seit 6 Jahren warten wir schon auf das Nagoldbähnle. Unser König Karl hat sie gnädigst und wohlwollend genehmigt. Und seit dem 1. Juni fährt sie endlich. Umso schlimmer, wenn es uns heute nicht langt. Kutscher, geht's vielleicht ein bisschen schneller? Oh nein, nein, die schnauft hinter am Bahnsteig schon davor. Wann soll ich denn jetzt nach Pforzheim gehen? Morgen. Jetzt gehen wir erst einmal in Schoppenstätze. So oder so ähnlich. Könnte es sich mit schwäbischer Pünktlichkeit zugetragen haben, als im Juni des Jahres 1874 die württembergische Nagoldbahn in Betrieb ging. Heute, 138 Jahre später, dient dieser Bahnhof allerdings nicht mehr den Reisenden, sondern denen, die angekommen sind. Der Bahnhof Weißenstein ist zur Heimat geworden, und zwar für die Eisenbahnfreunde Pforzheim. Die Schalterhalle, mittlerweile Besprechungsraum mit Küche, Pinnwand und Perserteppich. Vereinszukunft und Bahnvergangenheit. Diese Räume sind Herberge für beides. Weißenstein taucht in dieser historischen Verkehrskarte erst gar nicht auf. Der Bahnhof ist viel zu unbedeutend. Doch unter dem Perserteppich verbirgt sich seine regionale Wichtigkeit. Es gab sogar einen Treppenabgang zum Mittelbahnsteig. Weißenstein war wichtig im badisch-württembergischen Bahnverkehr. Zwischen damals und heute liegen viele Jahre des Niedergangs, des Vergessens und des Verfalls. Wir erzählen nun die beinahe unglaubliche Geschichte vom Wiederaufbau, vom Erhalt und vom neuen Leben in und um den Bahnhof Pforzheim-Weißenstein, der übrigens ein württembergischer Bahnhof auf badischem Grund ist. 24 Jahre lang dauert nun schon seine Renaissance und Sie arbeiten daran. Die Eisenbahnfreunde Pforzheim. Das ist der sogenannte harte Kern. Aber es gibt natürlich noch mehr Vereinsmitglieder. Ihr Bahnhof ist Vereinsheim, Modellbahnheimat und gleichzeitig das wichtigste Museumsexponat. Und dieses Schmuckstück steht in Baden-Württemberg, südlich von Pforzheim und liegt an der Strecke der Nagoldtalbahn. Unter dem Namen Kulturbahn fährt sie bis nach Tübingen, verbindet das Neckartal mit dem Nagoldtal. Der Bahnhof Weißenstein behält bis heute seinen Namen, obwohl aus den Ortschaften Weißenstein und Dillstein 1890 Dill-Weißenstein wurde. Die königlich-württembergischen Staatseisenbahnen bauten diese Strecke an der Nagold entlang, um den Südwesten des Schwabenlandes an Stuttgart anzuschließen, dem Regierungssitz von König Karl I. von Württemberg. Bahngeschichte in H0. Unser Bahnhof liegt an der württembergischen Nagoldtalbahn vom badischen Pforzheim ins württembergische Horb. Das ist die topografisch schwierigste Strecke im ganzen ehemaligen Königreich Württemberg. Auf diesen 68 Kilometern beinhaltet sie 17 Tunnels
Das trieb natürlich die Kosten hoch. Und deswegen wurde diese Strecke nur in Teilabschnitten gebaut. Und das letzte Stück vom württembergischen Calw ins badische Pforzheim ging am 1. Juni 1874 in Betrieb. Womit es nun auch eine Transitverbindung in die Schweiz gibt, da die Nagoldbahn an die württembergische Schwarzwaldbahn anschließt. Auch der Holztransport aus dem Schwarzwald findet nun auf der Schiene statt. In Pforzheim-Weißenstein beginnt ein reger Bahnbetrieb. Die Nagoldbahn als Modell ist das Herzstück im heutigen Bahnhof Weißenstein und ein Geschichtsdokument auch mit Blick auf die Flößerzunft. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wird Holz aus dem Schwarzwald auf der Nagold geflößt. Die langen, gerade gewachsenen Tannen sind in Holland für den Schiffsbau äußerst begehrt. Und Städte wie Amsterdam und Rotterdam stehen auf Schwarzwaldtannen, weil sie als Rammpfähle den sumpfigen Untergrund stabil machen. Jahrhundertelang lebten ganze Ortschaften von der Flößerei. Die Staustufen an der Nagold sind noch Überreste aus jener Zeit. Wenn man heute mit der Nagoldtalbahn fährt, ahnt man nicht, dass weite Teile im Nordschwarzwald einst kahlgeschlagen waren. Römer, Ritter, Dichter, Denker, Burgen, Bäder, Klöster. Damit wirbt seit 2004 die Kulturbahn. Im Alltagsverkehr herrscht Halbstundentakt. Nächster Halt, Pforzheim, Weißenstein. In Weißenstein halten die Züge erst wieder seit 2008, allerdings an dieser neu gebauten Haltestelle. Darf's nun wieder ein wenig Vereinsleben sein, inklusive Bahngeschichte? Seit 12 Jahren gehört auch der ehemalige Güterschuppen den Eisenbahnfreunden Pforzheim. Und auch hier gibt es viele Stunden Arbeit. Ist der Bahnhof schon zur zweiten Heimat geworden? Zweite Heimat ist gut, ist fast die erste. Ich habe schon viel gebaut, aber das war meine größte und meine komplizierteste Baustelle. Weil es hier nicht ums Geld ging, sondern ums Mitmachen. Und da sind ein paar essentielle Grundvoraussetzungen vorhanden. Die Stimmung im Verein muss gut sein. Es ist außer Arbeit im Haus auch sonstige soziale Beziehungen notwendig. Also gemeinsam essen, gemeinsam trinken, gemeinsame Ausflüge veranstalten. Und letztendlich haben wir es nicht gemacht, damit wir den Bahnhof retten, sondern wir wollten unserem Hobby nachgehen. Modellbahn. Und so fährt die Modellbahn in einem echten Bahnhof, und zwar im Untergeschoss der Güterhalle. Hier wird rangiert im Modellmaßstab in Spur 1. Vier Jahre lang haben die Eisenbahnfreunde daran gearbeitet, in der Königsspur den nötigen Platz zu schaffen. In den Kellerräumen aus der königlich-württembergischen Staatsbahnzeit. Rund 150 Meter Gleis erschließen den knapp 30 Meter langen Raum. Jeden Montag treffen sich die Mitglieder vom Arbeitskreis Spur 1 und dirigieren mit modernster Digitaltechnik ihre Züge. Auch hier wird auf Geselligkeit Wert gelegt, meist wird natürlich gearbeitet. Und im Bahnhof Kienzlingen treffen wir auf zwei Visionäre, denen das Projekt Weißenstein überhaupt zu verdanken ist. Ja, man sieht ja, was draus geworden ist heute. Es hat sich schon gelohnt für uns, aber mit gerechnet hat man damals nicht. Steckt viel Mühe und Arbeit drin und Geld. Und wenn wir gewusst hätten, was uns an Problematik hier an diesem alten Gemäuer begegnet, ich gehe fast sicher davon aus, wir hätten es nicht gemacht. Gott sei Dank weiß man im Voraus nicht immer alles, was einem begegnet.
hier kommen wir jetzt in unsere Vereinsbibliothek und in unser Archiv. Und was uns ganz wichtig ist, das ist die Fotodokumentation und die Sammlung von alten Akten, damit wir das als Erbe an die nachfolgenden Generationen weitergeben können. Ohne die Eisenbahnfreunde wären dies sicherlich die letzten Bilder vom Bahnhof Weißenstein. 1980 wurde der Personenverkehr aufgegeben. Zwei Jahre später zerstörte in einer bitterkalten Nacht ein Feuer den Dachstuhl. Nur der Denkmalschutz verhinderte den schnellen Abriss. Und dann kamen sie. Richtfest im August 1988. Die Eisenbahnfreunde verwandeln den Bahnhof in eine Baustelle. Mit archäologischem Potenzial. Vom Brand beinahe unversehrt lagerten rund 18.000 Frachtbriefe unterm Dach. Aus Zeiten, als Weißenstein königlich-württembergische Eisenbahnstation war. Das Dachgeschoss heute, 24 Jahre später. Hier dreht sie ihre Runden, die Eisenbahn aus Weißblech. Lokomotiven von Groß- und Kleinserienherstellern und Selbstbaumodelle führen durch Eisenbahnepochen. Immer montags ab 19 Uhr wird hier der Arbeitskreis Spur 0 aktiv. Und dieses satte Fahrgeräusch erfüllt dann das Obergeschoss im Bahnhof Weißenstein. Seit 15 Jahren wird aufgebaut, erweitert und inszeniert. Die Modellbahn wird ja bekanntlich nie fertig. Und was mich besonders hier an der Spur 0 interessiert oder gefällt, ist eben, dass noch aus Blech ist und handfestes Material ist und noch nicht so schnell kaputt geht. Und dann natürlich hat man in der Kindheit dann auch damit gespielt. Das war natürlich, und daher hat er auch noch einen Erinnerungswert. Und hier ein Unikat, der weiße Stein. Wer dorthin will, nimmt einfach den Dampfzug. Vorausgesetzt er hält. Vom Weißenstein nun nach Weißenstein. Oder besser gesagt, vom Obergeschoss hinab auf Gleisniveau. In 82.000 Arbeitsstunden haben die Eisenbahnfreunde diesen Bahnhof sozusagen rückverwandelt. Und der Besucher kann hier den alten Zeiten nachspüren. Warteraum zweiter und dritter Klasse, Gepäckraum, Dienstraum und Stellwerksraum. Eisenbahngeschichte aus der Blütezeit bis zum Niedergang. Also ich kam auf den Bahnhof Pforzheim-Weißenstein Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war bereits der Personenverkehr fast vollständig rückläufig. Gepäck und Expressgut gab es keins mehr, auch kein Stückgut mehr. Es war nur noch sporadisch Wagenladungsverkehr dabei von der Papierfabrik in Weißenstein und vom Bundeswehrdepot in Huchenfeld. Ganz anders sah es zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. 1913 wird der Bahnhof erweitert. Das Güteraufkommen steigt und Pendler, die sogenannten Rassler, kommen zu Fuß aus dem Umland nach Weißenstein. Tausende finden in der Pforzheimer Schmuckindustrie Arbeit. Der Name Rassler soll entstanden sein, weil die Arbeiter, die nach Pforzheim zur Arbeit gefahren sind, ja erst mal zu Fuß zur nächsten Bahnstation kommen mussten, um die Ledersohlen an den Schuhen zu schonen, wurden die Sohlen mit Nägeln benagelt. Außerdem trug jeder ja sein Essgeschirr mit Messer, Gabel und Löffel bei sich. Und das klapperte natürlich bei jeder Bodenunebenheit.
Und so soll der Name Rassler entstanden sein. Solche und andere Geschichten werden hier bewahrt und gesammelt. Bahn- und reisehistorische Utensilien bekommen die Eisenbahnfreunde oft zugetragen. Und beim Archivieren, Ausstellen und Dokumentieren kehrt hier kein Müßiggang ein. Und schon gar nicht an Samstagen. Wöchentlich wird dann am Gebäude gearbeitet. Und wer nicht gerade im Arbeitskreis gefordert ist, der geht zur Putzaktion in die Luft. Mit Hebebühne und Klettergurt. Das Moos auf dem Dach der Güterhalle muss weg. Und die Gemeinschaft der Eisenbahnfreunde funktioniert auch hier Hand in Hand. Klaus, du hast es kapiert, nicht mit der, mit den Akkuschrauber. Klaus, ich. Ja. Hast du schon weitergegeben? Er hat. Du, hau mal nochmal drauf. Arbeiten an der Holzfassade der Güterhalle. Die alten Bretter tragen Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Platz vor unserem Bahnhof wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges zum Zwischenlagern von abgeschossenen Feindflugzeugen benutzt. Diesen Umstand habe also dann zwei feindliche Flieger noch gesehen und habe also hier den Bahnhof dann, weil sie das für einen Flugplatz halten oder hielten, mit entsprechendem Feuer belegt. Und diese Granatsplitter waren dann alle bei uns in der Fassade hier zu finden und mussten also dann großflächig aus dem Balkenwerk entfernt werden. Dill-Weißenstein liegt rund 6 Kilometer südlich von Pforzheim. Am 23. Februar 1945 wird die Stadt angegriffen. Bericht des britischen Luftfahrtministeriums. Beginn 19.52 Uhr. Zahl der Flugzeuge 368. Davon 361 Lancasters, 7 Moskitos. Gewicht 731 Tonnen Hochexplosivbomben, 820 Tonnen Brandbomben. 20.11 Uhr, Ende des Angriffs. 17.600 Menschen kommen ums Leben. Pforzheim wird fast völlig zerstört. Die Tunnel zwischen Pforzheim und Dill-Weißenstein werden während des Krieges zu Luftschutzbunkern, wie eine Augenzeugin berichten kann. Gott sei Dank haben wir dieses Tunnelkit, dass wir immer in Sicherheit waren. Denn man hat immer gesagt, wenn keine Bombe direkt vor das Tunnel fällt, dass der Luftdruck uns Trommelfell kaputt macht oder die Lunge zerreißt, dann überleben wir. Ich bin in einer Nische drin gewesen. Da haben wir Bänkler reingebaut, die sind ja sonst nicht drin gewesen. So kleine Bänkler rechts und links, dass wir sitzen haben können. Die anderen haben sich in die Holzhäusle, die da reingebaut worden sind, wie so Baracken, kleine Häusle in sich Leute reingebaut. Doch nur wenn keine Züge fuhren, konnten die Menschen in den Eisenbahntunneln Schutz suchen. Nach dem Kriegsende im Mai 1945 wurde in ganz Deutschland alle Kraft in den Wiederaufbau gelegt. Und damals spielte natürlich auch die Eisenbahn eine wichtige Rolle. So auch hier in Weißenstein, dem Schienentor zum Schwarzwald. Ich kann mich noch gut entsinnen, wo ich am Schalter war, wo man die Fahrkarten ausgegeben habe. Und habe bis hierher haben wir da eine Schlange gehabt, eine Sechserreihe mit 800 Personen. Die Leute sind dann zum Hamstern gefahren, mit das Gold darauf und haben dann unechten Schmuck von der Pforzheimer Industrie mitgenommen. Und dann haben wir sogenannte Kreuzler gehabt mit Granaten, das sind rote Steine, die haben sie mitgenommen und haben es dann eingetauscht, ein Kreuzchen für ein, man kann sagen, für ein Zentner Kartoffel. Und so war der Zug fast immer überbesetzt. Willkommen im Nachkriegsdeutschland. Beim Arbeitskreis historische Tischbahnen. Lokdog Jürgen und Eisenbahnfreund Werner
kümmern sich um diese Lok-Raritäten aus dem Hause Märklin. In der US-Zone Germany wird nach dem Krieg noch mit bissfesten Waren getauscht. Meine erste Eisenbahn, das kann ich fast nicht sagen. Meine erste Eisenbahn, die ist mit Schinkenwurst gezahlt worden. Das heißt, die Währung war Schinkenwurst. Meine erste Eisenbahn hat Schinkenwurst gekostet, wie man bei uns sagt. Und das kommt daher, weil meine erste Eisenbahn, die habe ich gekriegt 1947, wo die Deutschen noch nicht haben kaufen dürfen bei den Spielwarenhändlern, wie es der Schäfer Kaiser hat. Und meine Eltern haben eine Metzgerei gehabt. Und der Spielwarenhändler, der hat an Weihnachten ein Brot in der Pfanne haben wollen. Marke hat er keine gehabt. Und mein Vater, der hat für seinen Bauer Eisenbahn gewählt und hat keins kriegen können. Also sind die miteinander zusammengekommen und ich habe an Weihnachten Eisenbahn gehabt zum Spielen und er ein Brot für Weihnachten in der Pfanne drin. Dieses Fahrzeugaufgebot hat den Metzgermeister sicherlich noch so einige Kilo an Naturalien gekostet. Und so wurde aus dem Metzgermeistersohn, man könnte fast sagen, ein eingefleischter Modellbahnliebhaber. Von der Schinkenwurst-Ära nun ins digitale Zeitalter. Spezialisten dafür sind die Jungs der Jugendgruppe. Unter dem Dach des Bahnhofes ist ihr Refugium. Und hier treffen sie sich ebenfalls wöchentlich. Sie arbeiten an einem digital gesteuerten K-System und an einer Modulanlage in H0, die gerade allerdings stromlos geworden ist. Beim Lösen von Problemen, beim Austüfteln modernster Technik, Züge sollen hier übers Handy steuerbar werden, richtet sich ihr Blick in die Zukunft. Ein Stockwerk tiefer geht es dagegen wieder um Bahnvergangenheit. Lokdoc Jürgen und Elektroingenieur Rüdiger tüfteln an der Pforzheimer Straßenbahn im Stadtteil Brötzingen. Sie bauen nach Originalfotos und eigenen Erinnerungen. Als Schüler fuhr ich oft mit der Straßenbahn. Und das Teil, was wir hier sehen, das ist der Brötzinger Zentralbereich. Und von dort ging dann unser Schulweg zunächst mit der Straßenbahn an den Punkt, bis die Straßenbahn nicht mehr weiterfuhr, weil die Straßen noch mit Schutt und Häusertrümmer besät waren. Das ging dann von Woche, Monat zu Monat immer wieder mal weiter, bis dann in ganz Pforzheim die Straßenbahn wieder fuhr. Bitte umsteigen nach Brötzingen in die 60er Jahre. Zu einer der letzten Fahrten mit der Kleinbahn, die in Richtung Ittersbach fuhr. Die Kleinbahn und die Pforzheimer Straßenbahn erlebten ihre besten Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit den straßenbahnähnlichen Fahrzeugen der Kleinbahn gab es 1968 lediglich noch einen Restbetrieb auf Linie 1 nach Brötzingen. In Pforzheim nehmen die übrig gebliebenen Straßenbahn- und Kleinbahnwagen Abschied. Die meisten Fahrzeuge landen in der Schrottpresse. Vier von ihnen hatten allerdings Glück. So wie dieser Straßenbahntriebwagen von 1911. Die Mitglieder vom Verein Historischer Nahverkehr Pforzheim kümmern sich um die denkmalgeschützten Fahrzeuge. Zusammen mit den Eisenbahnfreunden Pforzheim haben sie dieses Projekt gestartet. Aber schnell wurde klar, die Straßenbahn braucht ihre eigene Plattform. Nun hilft man sich gegenseitig und geschichtlich trifft man sich in Dill-Weißenstein. Die Linie 3, die fuhr dann ab 1927 bis nach Dill-Weißenstein. Grund war, dass sehr viele Dill-Weißensteiner in Pforzheim in der Schmuckindustrie tätig waren. Und
Tja, es gab ja keine Verbindung bisher. Die Eisenbahn brachte ihr nicht allzu viel, weil sie kamen nicht an die Punkte, wo sie eigentlich hin wollten. Und als dann endlich die Straßenbahn kam, dann hatten sie ihre Verbindung in die Stadt nach Pforzheim. Und das sieht man auch an den Eröffnungsbildern. Ich glaube, in ganz Pforzheim kamen nicht so viele Menschen zur Eröffnung einer Straßenbahn wie bei der Linie 3 nach Dill-Weißenstein. Endstation in Dill-Weißenstein, in der Nähe der Papierfabrik. 1953 wurde die Linie 3 eingestellt. Frühe Pläne sahen sogar vor, die Straßenbahnstrecke noch bis zum Bahnhof Weißenstein zu verlängern. Aber dieses Vorhaben scheiterte an diesem Durchlass. Er war zu klein für die Straßenbahn. Mit Handkarren wurden dann Güter und Waren zum Bahnhof gefahren. Und da kam einiges zusammen. Gerade von der mittlerweile geschlossenen Papierfabrik. Sie war auch der letzte Bahnkunde in Weißenstein. Und hier wird heute ganz andere Kundschaft erwartet. Vorbereitungen bei strahlendem Sonnenschein. Seit nunmehr 20 Jahren laden die Eisenbahnfreunde zum Vatertag ein. Erstmals dabei der rote Flitzer. Er bringt viele Väter nebst Familien mit. Die Jugendgruppe sorgt fürs kleine Fahrvergnügen, umrundet die Gästeschar, die von den Eisenbahnfreunden bewirtet wird. Übrigens, die Eisenbahnfreunde Pforzheim gibt es nun seit 25 Jahren. Noch ein Grund zu feiern. Und gerade im Jubiläumsjahr bieten sie weitere Bahnüberraschungen. Heute ist es diese Mitfahrgelegenheit. Extra aus Kornwestheim angereist ist der rote Flitzer. Und er arbeitet hier im Pendelverkehr. Auf dem Weg von Pforzheim nach Dill-Weißenstein ereignet sich folgende Unterhaltung. Du Fritz, wie spät haben wir's eigentlich? Wie, Karl? Hast Angst, dass du zu spät kommst, wie dein Urgroßvater Sellemolz, wie die Nagoldbahn gerade aufgemacht hat? Sollt man immer deine Oma erzählt? Ja, ich will jetzt genau wissen, wie der Bahnhof heute so da steht. So steht er da? Da sind wir schon. Das war doch mal eine Brandruine. Und jetzt so ein Schmuckstückle. Wie haben die das bloß nachgebracht? Ja, wie eigentlich? Na, die Eisenbahnfreunde haben als Gemeinschaft Unmögliches möglich gemacht und den Bahnhof Weißenstein in ein Kulturdenkmal verwandelt. So sieht ein Lebenswerk aus. Gratulation und allerhöchste Hochachtung.